Hallöchen Leute, ich bin Pierre Marc und herzlich willkommen zu Fire Girl Hacken Splash Rescue. Das ist das Ganze. Und ja, das ist eine Demo von Steam Next Fest oder Spielevorschau, irgendwas, wie das auf Deutsch heißt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall geht es da immer darum, ein paar, dass Entwickler ihre Spiele vorstellen können mit Demos, die die Leute spielen können. Und Livestreams können die da machen, um dir über ihr Spiel erzählen und so weiter und den Entwicklungsprozess und bla bla bla. Auf jeden Fall eine ziemlich coole Sache und da teste ich, lade ich mir immer ein paar Spiele runter, bei den letzten habe ich mir auch ein paar geholt. Der Demos, die ich da habe, ich hoffe, dass ich alle spielen kann während der Zeit und ja, weil wenn das Fest aus ist, dann sind die Demos auch weg oder die meisten zumindest und ja, dann können wir sie nicht mehr spielen. Also starten wir erstmal hier rein, hier steht volle Kontrollunterstützung, da habe ich mir meinen Controller hier geholt. Ja, von mir aus. Und ja, nehme hier ganz den Bildschirm auf, damit ich da sicher bin, dass das funktioniert. Und Sound mache ich dann sowieso im Nachhinein, dass das passt. Gamepad recommended, da steht es auch. Wunderbar, dann machen wir das. Thunderfall, das kann man wirklich. Decima oder so. Fire Girl, das schaut schon mal geil aus. Ich drücke A, was beim X ist, was auch nicht funktioniert. Wunderbar. Steam. Merkst du, dass ich einen Controller angesteckt habe? Ist deaktiviert. Hä, warum? Seit wann? Mann, der habe ich nie im Leben deaktiviert. Danke, Steam. Okay, hallo. Hier sind wir im Steam-Interface. Schaut euch das mal an. Ist das nicht toll? Wo nochmal? Hier? Allgemein. PlayStation, ne? Was ist das? Okay, so, ich glaube, das reicht, wenn man das macht. Hallo? Okay. Weg. Okay, keine Ahnung, warum das so gemacht, das warum das so war, aber okay. Resolution Scale, das passt alles. Max, Frame Cap, mach mal 60. Gamepad Standard, Überziehung können wir auch machen. So, wir springen mit A, haben mit X die Axt, teilen uns mit dem Ding, shooten hier, aimen hier, looken up hier und looken down hier. Aha. Okay, zurück. Gibt es da eine Taste für zurück? Back to Menü, ja da oben. Okay. Und hey Rookie, I see you have taken up in your father's footsteps, natürlich. Welcome to the firehouse. Funding ain't what it used to be, so there's going to be a lot of on-the-job training. Of course, the firehouse is on fire. They don't call it the firehouse for nothing. Haha. Anyway, there's a survivor stuck on the last floor, a plumber who was fixing our kitchen. Crap. Here's the first mission, Rookie. Go rescue that plumber. I'll be with you on radio at all times. So, null Fans habe ich. Re-elect Mayor. Ist das der? Nein. Schaut nur so ähnlich aus. Okay, und ich habe nicht mehr viel Zeit. Whatever blocks your way, hack through it with your axe. X. Kaboom. It's those fire monsters. Quick, extinguish them with your hose. Ups. Ich baller da irgendwo drauf. Okay, wie viel Wasser habe ich? Steht das da? Ja, da oben steht es, glaube ich. Ich habe schon nur viel Wasser verbraucht. You lose pressure when you run out of water. Keep an eye on the gorge and look for water. Ich weiß nicht, ob ich die überhaupt killen muss da oben. Aber wahrscheinlich. Sind immerhin Fire Monsters. Kann ich so erfüllen? Ja, ich glaube, ich bin aufgefüllt. A und RT. Ah, never shoot while jumping. You'll fly off. Okay, ich will da aber rauf, oder? Holy Hoses. Ja, sind viele Fire Monster am Start. Extinguish fires can buy you time. Ah ja, 0,01 Sekunde. Was ist das da drin oder so? Nein, okay.
Look around if the path seems blocked. Aha. Aha. Zwei Monster sind da oben drin. Oder so. Was soll man das sagen? Okay. Aha. Okay. Und jetzt? Achso, ja, ich kann ja fliegen, oder? So nicht, wenn ich kein Wasser mehr habe. Okay, dann muss ich da nochmal runter. Aber ich habe viel zu viel verbraucht vorher. So. Ah, schaut schon besser aus. Ach so, Hilfe. Feuerfledermaus. Boom. Hört mir die Tür. Putting your life on the line to save lives. That's what being firefighter is all about. Oh ja. Hast du wohl recht. Da oben ist ein Feuermonster. Okay. Water refill. We're going to need the population's help if we're to rebuild the fire station. Na dann. Ich darf mich nicht umdrehen. Hallo, Mr. Plumber. Good job, Rookie. Now get out of there. We'll take it from here. Okay. Zwar noch nichts gemacht, aber... Ich bekomme Fans. Wow. 196 Fans. Das muss ich noch raus. Okay. You're gonna give you... Jump, was? You're gonna have to jump. Use your hose. Oh, ups. Ich bin runtergefallen. Habe ein Leben verloren. Na gut, oder ein Herz zumindest. Tag, Kollegen. Oh, die ist schon draußen. Okay, ja klar. Well done, Rookie. You survived our incredible realistic training simulation. Yeah, okay, maybe it wasn't a simulation. I'll try to be more careful in the future. Anyway, your father would be proud of you. You get some rest now. The guys will take it from over from here. Fire Girl, Hackensplash. Irgendwie nicht, na ganz in der Mitte. Bei mir zumindest. Ne, bei euch gar nicht, okay. Welcome back, Rookie. The Plumber you rescued. Came back. Okay, gut. Der Text ist halt ein bisschen doof, dass der da immer dahinter steht. Das ist eine Sache, die mich stört besetzt. Aber sonst. Hallo, Maria, former self-employed plumber, lost her business in a recent fire. We got a new fire monster attack. Get to the fire truck. Y, $0. Okay, let me take a look at your hose. A new recruit will be ready after your next mission. Okay. Fire truck. Okay, bin unterwegs. Tag, Kollegen. Ready to go on a mission? Nö. Warum steht der Fire auf dem Kübel drauf, wo Wasser drin ist? Naja, okay. So. We got a burning building on our hands, reporting that someone is still trapped in it. Na dann, gib mal Gas. So wird das nie was. Wow, 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 oh, wow, ah, ja, ich glaube nicht, dass das so gehört, aber ist okay. So, naja, drastische Maßnahmen erfordern drastische Situationen oder so. Oh, oh. Zurück mit euch, falls das überhaupt irgendwas bringt. Ich habe keine Ahnung. Schluss damit. Okay, ich verstehe. Ist ja alles in Ordnung? Ups. Was? Okay, ich weiß noch nicht, was gerade los ist, aber ist okay. Dabei habe ich doch immer ein Runterflieg, langsam Runterflieg-Dings eingesetzt. Aber gut, das hat nicht so ganz funktioniert. Macht nichts. Mein Wasser wird super stark aufgefüllt. Da sind noch mehr Feuerfledermäuse. Man kennt sie. You're getting close to a survivor. Keep an eye out.
Ja, ich werde meine Augen aufhalten. Das Ding da oben ist auch schon weg. Da haben wir noch so ein Ding, das Feuer schießt. Nicht mit mir. Hallo? Ist hier jemand? Hier ist eine Water Refill. Dann schau ich mal da oben. Ups. Ah, so sieht es doch gut aus. Oh, oh, nein, ich will runter. Ich bin da unabsichtlich da oben gestanden oder so. Das war natürlich nicht meine Intention. Kann ich da stehen? Kann ich. Was ist das? Ich weiß es nicht, aber es macht mir Angst. Und verbraucht ziemlich viel Wasser. Um es zu erledigen. Bitte da unten. Okay, scheiß drauf. Ich sehe keinen Survivor. Oh. Da kein Wasser mehr. Ich glaube, ich kann nicht mal mehr darauf schießen. Water Refill irgendwo hier. Ah, meine Nase. Ah, ja, toll. Danke, Nase. Sehr nett. Also, wenn euch beim Feuerwehreinsatz die Nase juckt, dann bedeutet das euren Tod. Fan Donations, Hospital Bill. Cool. Ja. So, also, ist jetzt schon ready, da mein Rekrut von vorhin? Hallo. Auto refill. Drain humidity from the air. Slowly refill the water tank. $50,000. Ich glaube, ich gerade 8000. Geht sich nicht aus. Water tank. My water. My extinguishing. 4000. Okay, das geht sich aus. Water pressure. Shoot further. Jump higher. 4000. Kann ich dabei das nehmen? Ja, geht sogar. Y. Hallo. Upgrade. Tag auch. Oh, meine Auszeichnungen. Hier war einmal. Das habe ich auf jeden Fall schon geschafft. Exit-Menü. Warum ist da ein... Okay. Aha. Ready to go. Achso, habe ich schon wieder einen Ansatz? Okay, ja dann. Let's go. Okay. Ich hoffe, das ist dasselbe. Oh, ja, genau. So, wir sind auf jeden Fall wieder reingefahren. Super, wunderbar. Wenn wir irgendwie mein Leben auffüllen. Wurscht, da geht diesmal bei euch nicht nach hinten. Close to a survivor, keep an eye out. Ja, ich habe letztens noch keinen gefunden. Und da ist gestanden, dass es zwei Casualties gegeben hat. Das heißt, Leute, die gestorben sind, oder? Da ist einer, da ist einer, da ist einer. Ich kann nur ihn abballern, aber nicht der Gegner, okay. Ich kann mich nicht umdrehen. Hallo. Ah. Good job. Leave the building. Ready to leave the building? Nö. Okay, ja gut. Ich dachte, da wird das auch umstehen, wenn ich gerade gerettet worden bin. Treffe ich dich überhaupt? Ja. Okay, also da war einer drin. Ja, das ist noch schneller kaputt irgendwie. Hast du das Gefühl? Ach ja, da war das. Ups, ich weiß nicht, wo ich stehe. First Aid ist da drin. Ah, okay, okay. Gut, verstehe. Passt. Ja, dann hat sich das auf jeden Fall gelohnt, dass ich da reingegangen bin. Achso. Erwische ich dich? Glaube schon. Okay. Ich habe ein First Aid bekommen und habe trotzdem noch ein Leben. Wie geht das? Ups.
Okay. Er hat Leben, das ist nicht gut. Okay, das sieht am Feuer. Gut, alles klar. War ich soweit schon mal? Ich habe keine Ahnung. Katze! Gut, Katze ist befreit, glaube ich. Ja, sieht sehr befreit aus. So. Okay. Was für eine Sonne. The building's gonna collapse. Get out of there. Ich versuch's. Eine Münze habe ich hier noch. Also ganz ruhig. Ach, da ist noch Feuer. Okay. Bin schon wieder tot. Aber wir haben zwei Leute gerettet. Das sollte passen. Muss ich mal rumschauen, weil es sehr laut ist. Ja. Da fährt der Krankenwagen gleich mit. City Hall Fund. Fan Donations. Wieder mehr. Bringen halt nix. Casualties hast du ja verletzt, oder? Ach, was weiß ich. Ladies and Gentlemen, we're living through dark times. As some of you might know, I'm no stranger to hardship. As a veteran of the fire brigade, we faced an epidemic of fires 10 years ago that claimed the life of my partner. And now his daughter has come of age and is ready to answer the same call. As these brave firefighters step up, you can bet your bottom dollar the administration will have their backs. What about the funding cuts to the fire brigade, Mayor? Homeowners Association has been complaining about corrupt fire code inspectors. Any comment? Gentlemen, this fire girl is a hero. Bringing up the issue of money at a moment like this is beyond poor taste. It's downright vulgar. And so on behalf of the city, I'd like to bestow this award. Hey, that's sharp. Nice and shiny. Hab's gar nicht gesehen. Okay, gut. Man kann es wahrscheinlich anschauen. There's a volunteer you should take a look at. Wo ist er denn? Hier? Nein. Hier. Vinny. Negotiation Expert. Former Mines Workers Union Verpest. Don't let them work you to the bone, kiddo. Ich habe leider nicht genug Geld, um dich anzustellen. Also wirst du nichts tun können, als herumzudancen. Ready to go? Nö. We got a new fire monster. Ready, bla bla bla. Okidoki. Da war die Katze hinten. Da ist sie, okay. Ja, die Katze ist da hinten. Boom. Fire refill. Water refill meine ich natürlich. Macht mehr Sinn. Genau, meine Preise wollte ich ja kurz angucken. Let's look. Water condition. Show your bravery. Reduce water consumption by 25% while on the floor. Ah. Kann ich ausrüsten? Verstehe. Kann für jeden eins ausrüsten. Okay, alles klar. Das macht Sinn. Ups. Ja. Gehen wir nochmal auf eine Mission. 488 Fans haben wir ja schon. Na dann, können ruhig mehr sein. So. Sieht mir aus dem selben Haus aus. Ah, na gut, was weiß ich schon. Was? Blumen, was? Okay, irgendwo stand was von einem neuen Fire Monster. Ich habe auf jeden Fall weniger Water Consumption. Fire Consumption, richtig. Das war doof. Okay, so. Dass er hier stehen kann, ist auch doof. So, hier kann ich mal das Wasser holen. Kann ich hier das Wasser ausmachen? Feuer ausmachen. Das Wasser ausmachen. Nein, das funktioniert nicht so ganz. Was? What happened? Nein, irgendwie nicht, aber ich glaube. So, jetzt aber. Aber ich hab's doch einmal erwischt. Ja, wie, warum kommt da hinten Feuer, obwohl da der Notausgang ist? Wie soll ich denn da wieder rauskommen?
Das verstehe ich nicht so ganz. Da ist ja überall Feuer. Der Ansatz war ein Reinfall. Ach ne, doch nicht. Wir bekommen immer 2000. Immerhin bekommen wir so Geld. Volunteer, ja. Geil. Tarkov. Was machst du nochmal? Keine Ahnung, aber ich habe das Gefühl, wir sollten auf eine Mission gehen. Okay, jetzt haben wir keine Mission. Verstehe, weil es nicht. No. So. New Fire Monster Attack. Okay, soll ich mal vorsichtig sein? Ja, gerade genickt. Vielleicht das mal zu machen. Feuer brechen auch alle nur in der Nacht aus besetzt. Schauen wir mal. So, okay, also durch Türen oder so kann ich hier nicht gehen. Gut. Dann mache ich das schon mal. Dann habe ich da schon mal nichts falsch gemacht besetzt. So, okay, da oben ist was. Das Feuer schießt. Weg ist. Da ist eine Feuerfledermaus. Weg ist. Okay. Alles gut. Weg mit euch, Feuermonster. So, wie schaut es jetzt da unten aus? Scheint nichts zu sagen. Katze! Wunderbar. Die wichtigste Person habe ich schon gerettet. Katze. Noch nicht zu weit drauf. Tolles Feuer. Was ich killen muss, damit wir mehr Zeit bekommen. Alles klar. So. Getting close to Survivor. Schon wieder. Aber ich habe die Katze doch schon gerettet. So. Hier ist er da weg. Was da oben, was mich gerade abgeballert hat? Keine Ahnung, das gebe ich auch weg. So, hallo Mr. Survivor. Okay, ich bin irgendwo noch irgendwas erwischt worden. Ich habe keine Ahnung von wovon, aber okay. Oh, hi. Hallo. Okay, alles gut. Da ist ja eine Fledermaus gerade vorher gekillt. Nicht mal was gemacht. Okay, keine Ahnung, wann ich da unten verletzt worden bin. Das ist ein Notausgang. Okay, also wenn ich raus will, kann ich da ja raus. Aber wahrscheinlich vielleicht nicht mehr, wenn ich da reingehe. So, ist hier noch was? Ja, das Feuer gewesen. Wunderbar. Ich habe noch eine Katze gerettet. So, du bist frei. Gut, dann. Diesmal hole ich mir alles. Was mir zusteht, all den Ruhm. So, okay, gut. Kann auf jeden Fall nicht mehr zurück. Ich habe auch nicht mehr viel Wasser. Hilfe! Wie kann Feuer darüber ballern? Egal. So, gut. Das habe ich mal weggemacht. Wunderbar. Ich sag auf jeden Fall nicht mehr, dass ich in die Nähe von einem Server komme. Was haben wir da? Okay. Warum ist so ein Feuer? Kann ich das irgendwie wegmachen? Nö. Und jetzt hat mich das erwischt aus irgendeinem Grund. Ich habe keine Ahnung. Das ist schon ein bisschen komisch. Aber gut. Das finde ich nicht sehr fair, muss ich sagen. Hat noch lange nicht so ausgesehen, als ob es bei mir war. So, 1500 Fan Donations. Naja, jetzt auch nicht mehr viel. Aber wir haben eine neue Medaille bekommen und haben jetzt fast 800 Fans. Neue Medaille. Ja. War schlimmer da. Ah ja, jetzt kann ich hier ran auf jeden Fall. Firefighting Code. Hallo, du hast irgendwie vier Hüte auf, kann das sein? Und folgst mir komisch. Ich hab Angst. Light Eggs, 30.000. Can cut through doors like butter. No refunds. Das ist natürlich nicht gut. We've got a new fire. Ja, ja, das kann warten. So, Fire Boots. Permanently added to your livestock. Ein Schild. Okay.
Fire Helmet, permanent Editor Livestock und Firefighting Coach. Das kostet aber alles viel. Okay, die Schuhe nicht so. Das Sturdy and Comfy, der Timeless Classic und der Ultimate Protection oder so. Ja, vielen Dank. Tschüss. What's the hold up? Hier oben los. Negotiate City Fund. Increase income by 5%. Ah. Okay, dann kriegt mehr Geld. Was? Negotiate taxes. Cut all costs by 5%. Hätte ich vielleicht vorher machen sollen. Hallo, tak, tak auch. Genießt eure Pizza, die noch da ist. Gut. Irgendwie spielen die lieber Gitarre. Was haben wir hier? Noch viel mehr Pizza. Da sind so Medaillen drin. Schauen wir doch mal nochmal ran. Oh, das ist ja cute. Get a bit more popular for each animal rescue. Pet, rescue one pet without taking damage. Nice. Das geben wir auch auf unseren Code drauf. Wunderbar, schaut das jetzt aus. So, die berühmten Feuerwehrleute da rechts. So. Da war ich ja schon, oder? Da ist Pizza. Was haben wir hier noch? Da war ich noch nicht drin. Hier ist noch niemand. Da bekommen wir wahrscheinlich noch wen, wenn wir noch jemanden retten. Genauso wie hier. Wer ist das? Stimmt. Und da haben wir sonst Retter nichts. Okay. Ich würde sagen, dann haben wir gleich eine halbe Stunde, wenn ich noch eine Mission mache. Two survivors in a burning building. Find them and get out of there. Okay. Jetzt haben wir wenigstens mal eine klare Anweisungen. Zwei Survivors sind drin. Und dann können wir schon raus. Okidoki. Dann schaue ich, dass ich diesmal nicht sterbe. Naja, sterben tue ich ja nicht wirklich. So, getting close to a survivor. Gut, wo kann der bloß sein? An derselben Stelle, wo die alle sind, bis jetzt. Okay. Was verletzt mich dann? Hä? Okay, muss ich mal auf jeden Fall im Video anschauen. Ich habe keine Ahnung, was mich dann verletzt. Kann ich dich treffen? Nein, kann ich nicht, natürlich. Yay! Hey, danke. So. Das war der erste Survivor. Haben wir hier wieder was? Water Refill, okay. Endlich. Endlich mal wieder. So. Okay, aber wenn ich da reingehe, komme ich ja nicht mehr zurück. Lass mich mal in Ruhe. Okay, das Feuer kommt. Ich kann mich hier nicht mehr um dich kümmern. Kann ich? Ja. Okay. Er hat mich schon wieder erwischen können, so wie das Spiel kenne, aber... Vielleicht war es doch nicht. Ja, okay. Gehen wir gar nichts. Cool, extra time. Und dead. Na gut. Jetzt sind wir gestorben. Ist okay. Wir waren schon. Wir sind gerade mal einen Tag in Fire Girl und sind schon 8-mal im Krankenhaus gewesen, gefühlt. Gut, jetzt haben wir halt ungefähr immer dasselbe Haus und so. Ne, werde denke aber mal, dass man da noch dann noch was anderes bekommen kann. Kaufen. Hallo, warum kann ich das nicht kaufen? Okay, das kann man noch nur ab und zu kaufen. Also das ist noch ein Fehler, denke ich. Okay, ja, wahrscheinlich wird es dann noch mehr verschiedene Häuser geben und so weiter. Ja, aber so zum Reinkommen war das Fire Girl. Ah, okay, gut. Noch ein paar Fehler, habe ich so das Gefühl, dass man da getroffen wird, obwohl er gar nichts ist. Oder ich habe irgendwas übersehen. Das muss ich mir nochmal im Video anschauen. Auf jeden Fall, ja.
Wenn da dann noch ein bisschen Abwechslung reinkommt, dann kann das sicher viel Spaß machen. Und kümmere mich gleich darum. Das ist mein Auftrag gleich. Und ja, wenn ihr das Video, den ihr selbst spielen wollt, habe ich auf jeden Fall in der Videobeschreibung unten das Spiel, die Spielerseite von Steam verlinkt. Wenn das Event hier noch läuft mit den Demos, dann könnt ihr die nochmal da drunter laden und selbst spielen für euch. Und ja, vielleicht kommt ihr irgendwann das nächste Fest und dann könnt ihr, gibt es die Demo dann höchstwahrscheinlich nochmal. Also ja, und die Demo wird sicher noch ein paar Mal verbessert, weil es ist ja da, um Feedback zu erhalten und Sachen noch zu verbessern. Also da gibt es immer, während dieses Fests gibt es immer viele Updates für eine Demo. Also ja, da auf jeden Fall dranbleiben und dann wird das vielleicht schon morgen oder sogar heute noch verbessert und ein paar Fehler ausgebessert. Auf jeden Fall war das Fire Girl. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Video. Wenn ja, würde ich mich über einen Like und Kommentar freuen. Ansonsten war es dann mit der Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Jetzt muss ich leider weg, was Wichtiges zu erledigen. Also tschüssi!